So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ganz getreu nach dem Motto, einer geht noch, geben wir uns heute natürlich auf die Suche nach Sierra Kid, nein, kennt ihr nicht den Rapper oder das Rapper, ist es eine die, wenn Sierra eine Frau ist und der Rapper ein der, okay, wir gehen jetzt aber mal los, suchen uns mal einen Rocket Stop. Ihr seht, da hinten im Park ist was, geradeaus ist was, da drüben ist was, da oben ist was, am Strich sind auch zwei, Hotspot, Community Day, hier hinten, da drüben, oh, ganz in meiner Nähe, an der Bushaltestelle ist auch was, da laufen wir jetzt erstmal hin und ja, fangen noch ein Mauzi auf dem Weg, ne? Wenn eins kommt, wahrscheinlich kommt keins. Wir laufen jetzt einfach mal hier rüber zur Bushaltestelle. Was ist das? Ein Fünfer geht auf in einer Stunde. Den brauchen wir aber nicht. Da brauche ich ja noch nicht mal einen Zwischencut machen hier. Bin ja schon da. Aber ich muss auf die andere Seite. Das Smorgon, das machen wir als Zwischentake. So, wir haben es also geschafft, sind hier angekommen. Ihr seht hinter mir Mülleimer, Bushaltestelle, alles am Start. Wir gucken mal hier auf den Stop, wer das ist, was sie da so macht und schon wieder der härteste Satz. Das gibt's doch nicht. Wieso habe ich immer so viel Glück? Und egal, wo ich hinlaufe, ist immer das Schlimmste, was es gibt. Wir gehen mal drauf. Wir gucken trotzdem erstmal kurz rein und fliehen und stellen dann unser Team zusammen. Labras. Nein, geh raus, ich will kein Labras. Labras, da nehmen wir doch mal Machomai, ne? Und ich weiß nicht, was danach kommt, aber Relaxo könnte auch dabei sein. Das wird auf jeden Fall eine harte Nuss. So, wir stellen euch mal dahin. Mein Freund, der Mülleimer neben mir. Und wir probieren es mal, wenn wir Machomai-Team nehmen. Kämpfen. Raus. Obwohl das, ja gut, Schilde brauchen die ja nicht. Wir nehmen einfach dreimal Machomai. 1, 2, 3. Knüppelt einfach mal drauf, um zu sehen, auch was nach dem Labras kommt. Wenn ein Skacker an der Straße aufzunehmen, immer zu. Auf jeden Fall, wenn ein Relaxo kommt, müsste man ja auch gut gerüstet sein. Ansonsten nimmt man ja auch häufig mal Palkia, Dialga, sonst was. Wir probieren es aber einfach mal so. Einfach fabelhaft, sehr effektiv. Vielleicht schaffen wir es, den noch umzuhauen, bevor der uns umhaut. Als zweites gibt's Wasser. Was natürlich Wasser und Kampf ist, wie man sieht. Da könnte man natürlich auch wieder ein Elektro nehmen oder eine Pflanze als zweites. Sieht aber ganz gängig aus. Jetzt sind wir trotzdem gleich tot. Da heben wir uns natürlich den Charge Move auf für die dritte Runde und ballern den noch nicht raus und hauen einfach drauf, egal was kommt. Nein, jetzt kommt auch noch Dragoran. Warum? Da wäre aber auch Elektro ganz gut, glaube ich. Oder eben Eis, aber da müsste ich ja schon wieder 10 verschiedene ins Team nehmen. Wir haben auf jeden Fall jetzt nochmal unseren Charge Move und haben ja noch ein drittes zur Verfügung. Ich bin also guter Dinge, dass wir das noch schaffen, wenn wir bei dem dritten, was reinkommt, noch zweimal den Charge Move machen können. Wie die hier lang brettern immerzu, Alter. Hier ist 30er-Zone und die fahren immerzu mit 1000 hier lang. Ich verstehe es nicht. Und das am Sonntag früh um 9 Uhr, Alter. Nicht sehr effektiv, aber wir haben es geschafft natürlich. Das ist down. Nehmen wir euch mal wieder auf die Hand, da guckt mein Arsch auch nicht mehr raus. Drücken mal kurz durch und kriegen ein Labras bestimmt. Gut, da muss ich euch wahrscheinlich wieder hinstellen zum Fangen. Es ist nämlich so schlecht zu fangen. Ich knie mich auch wieder mit hin. So, gibt es noch ein Bärchen.
Immer eine goldene, wir wollen ja, dass es drin bleibt. Wenn ich letztens fast alle goldenen weggeschmissen habe, ich glaube, ich hatte schon wieder 200 oder so und habe dann erstmal aufgeräumt, damit mein Beutel Platz bietet für andere Sachen, habe ich 150 wieder weggeschmissen. Schmeißt ja auch goldene Bären weg, schreibt es mal in die Kommentare. Klar, man kann ihn natürlich auch verfüttern für Sternenstaub, aber so viel Geduld hatte ich da nicht. Das Labras hat auch keine Geduld, wie man sieht. Nein, wieso warte ich denn nicht, bis es angreift? Ungefähr so und dann zack. Und dann trifft man trotzdem nicht den Kreis. Ein Ball habe ich noch übrig danach. Hey, es kommt wirklich auf den letzten Ball an. Komm, jetzt geben wir uns mal Mühe. Jetzt stellen wir mal den Kreis ein. Und werfen wieder zu lasch. Jedes Mal bleibt der Ball unten hängen, ich verstehe es nicht. Aber es bleibt drin. Wunderbar. Im letzten Ball haben wir es wieder spannend gemacht. Jetzt müssten wir das sechste Teil kriegen für unseren Rocket-Radar. Labras wieder kurz bewerten. Verteidigung 0. So wollen wir das haben. Sechs Teile zusammensetzen. Jetzt geht's los, die Suche nach Sierra. Wir haben 4 Stück, sehen wir hier. Da vorne ist noch was. Da oben ist noch was. Ihr wisst immer, kreuz und quer. Wir laufen mal los und gucken mal, ob wir eins finden. Ohne Spaß, alle Lieder, die in der Nähe waren, es war jedes Mal Cliff, 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 Cliff. Überall nur Cliff, wo man hingeschaut hat, nichts anderes. Dann kam mal ein Alu. Oh mein Gott, Alu kam auch richtig brutal. Jetzt habe ich es aber geschafft, hier am Landwirtschaftspferd. Guckt euch das an. Sieht das nicht komisch aus? Das hat so dünne Beine, so einen prächtigen, fetten Körper und dann so einen kleinen, komischen, verformten Kopf. Also irgendwie, weiß ich nicht, obwohl, hey, von der Seite betrachtet sieht das ja fast normal aus. Ich finde nur von vorne sieht das komisch aus, aber egal, kann auch an mir liegen. Jetzt haben wir sie auf jeden Fall gefunden, Sierra. Sierra, weder Kid noch Rapper, den Titel wird eh keiner verstehen. Wir laufen trotzdem mal ein Stück hier vor. Denn hier kann man euch, glaube ich, besser aufstellen, dass man sich nicht 2000 Kilometer nach unten bücken muss. Hier ist nämlich eine Klingel, ne? Deswegen stellen wir euch jetzt einfach hier oben drauf. Oh, Alter, guckt dir das an. Hier, wie das Eis hier runter und so. Und dann tun wir das mal weg. Jetzt ist natürlich alles nass. Vielleicht hätte ich das Eis auch drauf lassen sollen. So eine Schönheit. Vielleicht gehen wir doch lieber davor. Ich kümmere mich mal kurz hier um die Nässe und dann melden wir uns gleich zurück. So, da melden wir uns schon zurück. Und zwar habe ich mal wieder hier was vorbereitet. Denn ihr seht hier bei den Kondern, die angegeben waren, bei Sierra am besten, weil das ja am Anfang immer, weil sie am Anfang immer Sniebel nimmt, ein Machomai, Kampf gegen Eis. Dann, egal was danach kommt, am besten eine Giratina in der Urform, Wandelform, die fliegende Made auf jeden Fall mit Shadow Ball und ein Gaudoir als letztes für die Psycho-Sachen. Wenn wir sogar zweites ein Labras haben, ist auch Maromai immer noch eine gute Wahl. Wir versuchen das mal umzusetzen. Wir sind ja hier dran. Zack, die sieht übrigens sehr hübsch aus, die Dame, ne? Da kämpft man doch gerne dagegen. Sogar mit so einem pinken, ne, mit einem lilanen Lippenstift. Junge, jetzt rutsche ich noch auf dem Eis aus hier. Wir drücken mal drauf, suchen uns das Team, stellen euch mal hier ab. So, haben noch extra sauber gemacht. Machen jetzt hier einmal einen auf Maromai, einen auf gierige Tina und einen auf, schreibt mal die Kacke wieder. Goi, Gau, Gau, Giga. Hä? Ist es nicht? Gaudevoir, Gar. Ich finde einfach nichts. Galagladi. Ist das etwa tot? Okay, ich bin offiziell dumm. Ich habe den Fehler nämlich gefunden.
Man schreibt es natürlich mit U. Also nochmal, Macho Mai. So, Macho Mai, gierige Tina und Guadua. Nehmen wir hier einmal mit. 98, Max gepusht mit zwei Feenattacken. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und gucken mal, wie das jetzt abläuft. Boss Sierra. Einfach mal drauf geknüppelt. Das Diebel bringt uns bestimmt jetzt schon heftig um. Ah, ganz knapp. Ja, wir machen mehr Schaden. Die Attacke nehmen wir natürlich wieder. Nein, wieso denn? Es war doch schon tot. Die Attacke nehmen wir natürlich wieder mit in die zweite Runde. Denn vielleicht haben wir ja trotzdem Labras und können da gleich richtig drauf schlotzen. Das wäre natürlich richtig genial. Eigentlich hoffe ich nicht auf Labras. Labras! Jetzt habe ich vergessen, hier zu drücken. So, großartig. Abgewehrt, das war klar. Los, Labras. Wir müssen nochmal unseren Move machen. Wenigstens das schaffen wir, dass die Schilde weg sind. Bringt uns aber auch nichts. So. Jetzt können wir wenigstens ein bisschen was machen. Wir nehmen mal den hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Aber Spukball lädt sich ja auch schnell auf. Und das nimmt auch wenigstens... Jetzt macht das schon wieder seinen Move. Und das macht auch wenigstens nicht so viel Schaden bei uns. Wir können nochmal abwehren. Und hoffen, dass wir ihm jetzt richtig mitgeben. So, einfach fabelhaft. Das ist eigentlich nicht so krass. Das wusstet ihr aber schon, ich nicht. Ich tue so, als wäre ich überrascht, dass das keinen Schaden macht. Ja, gegen das dritte hätten wir jetzt gut dagestanden. Das zieht auch wieder mal nichts ab. Jetzt haut das bestimmt gleich wieder was raus und dann liege ich in der Ecke, kann nämlich nichts mehr abwehren. Vielleicht überlebe ich es aber auch noch einmal. Ich muss das Guadevar alles machen. Nicht sehr effektiv, okay. Und ich hoffe, wir können den Move mit in die dritte Runde nehmen. Los! Nein! Ich bin so bescheuert. Wieso habe ich nicht einfach draufgehauen? Jetzt ist es tot. Jetzt ist es tot. Ist das richtig dämlich. Komm gegen Simsala. Wäre mal das doch... Ach, das lädt sich nicht. Das lädt sich überhaupt nicht. Und gleich ist es weg. Toll. Gegen Alu schon verloren, gegen Sierra verloren, also Ramses. Dann müssen wir es wohl anders machen. Wir könnten auch wieder Regirock nehmen, um schnell die Schilde rauszulocken, um dann mit dem Macho Mai zu starten. Ich probiere es einfach mal mit Regirock, den habe ich jetzt so ins Herz geschlossen. Regirock, Macho Mai, gierige Tina. So, wir nehmen mal unser neues Super-Team. Und jetzt werden wir das bestimmt schaukeln. Gegen das kleine Sneebel. Gestein gegen Eis. Da habe ich mir bestimmt schon wieder ins eigene Fleisch geschnitten. Nein, gleich ist es tot. Wie gesagt, da brauchen wir eigentlich gar nicht wischen. Weil das wehrt ja eh ab. Den Zipfel da unten nehmen wir noch mit. Ein zweites Mal schaffen wir vielleicht noch, wenn wir Glück haben. Ja, mach ruhig deinen Move. Ich bin zuversichtlich auf jeden Fall. Diesmal klappt's. Icy. So, da ist er nämlich nochmal fertig. Die Schilde sind fort. Hätte mir auch nichts gebracht, jetzt wenn ich Regi Eis nehme oder so. Und vielleicht können wir noch einen dritten Move machen und bringen sogar das erste mit dem um und können dann mit dem Macho Mai direkt auf das Labras drauf knallen. Damit rechnet es nämlich gar nicht. Sehr effektiv. Und. Ja! Und wir schaffen vielleicht sogar die... Nee, schaffen wir nicht, oder? Doch. Wir schaffen den Charge-Move auf das Labras. So. Leider nicht großartig. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Leider nicht einfach fabelhaft. Aber wir kommen jetzt mit dem Macho Mai rein. Und geben ihm jetzt richtig ordentlich was mit. Wir haben auch noch ein Schild zur Verfügung. Komm, mach deinen Move.
Nicht du, genau ich. So, diesmal kann sie nämlich nicht abwehren und kriegt voll eine auf den Semmel. Hat trotzdem noch was übrig, jetzt aber nicht mehr. Und jetzt kommen wir ins dritte. Leider hat er Simsala, was natürlich sehr effektiv gegen uns ist. Vielleicht schaffen wir trotzdem einen Move. Ja, wir schaffen einen Move. Also ihr seht, das Regirock am Anfang macht sich bezahlbar. Boom, nicht sehr effektiv. Ist aber nicht schlimm. Noch leben wir. Oh, so ein Fetzen gleich abgezogen. Und wir haben beim Giratina wenigstens auch noch ein Schild zur Verfügung, wenn wir mit dem kämpfen. Obwohl das auch viel abzieht. Aber wir sind dran. Wir geben nicht auf. So, einfach fabelhaft draufgeknallt. Sehr effektiv. Und da ist es weg. Guckt euch das an. Richtig brutal. So macht man das also mit Sierra the Kid. Ne, mit Sierra weder Kid noch Rapper. Muss ich mir merken. 1000 Sternenstaub, 8 Beleber, wieder kein Einhaltstein. Hier machen wir mal weiter. Müssten ja jetzt hier das Nibel kriegen. Leider kein Shiny. Ist aber nicht schlimm. Habe ich ja so als Shiny. Versuchen mal zu fangen mit einer Hand. Oh, daneben. Wir versuchen es nochmal. Getroffen. Ja, dann die Frage natürlich an euch, habt ihr auch schon Sierra besiegt? Habt ihr Sierra überhaupt gefunden? Oder hängt bei euch auch überall nur Cliff in der Ecke? Der steht auch immer so da wie ich, so gebuckelt. Das werden wir auch mal bewerten. Habt ihr schon einen Shiny Krypto Sneebel bekommen? Oder eins von den anderen Krypto Shiny Sets aus den Leaderkämpfen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wie findet ihr die Bosskämpfe? Was war eurer Meinung nach der leichteste? Was war der schwerste? Ich müsste jetzt nach den drei Videos sagen, wahrscheinlich ist Cliff der leichteste. Da bin ich nämlich nicht gestorben. Bei den anderen habe ich jedes Mal erstmal verkackt, weil ich mich nach irgendwelchen Listen im Internet gerichtet habe. Aber die Pokémon natürlich dann wieder ganz anders gekommen sind. Ihr müsst ja eben eure eigenen Erfahrungen machen, aber ihr seht immer, wenn ich Regirock dabei hatte, Regirock mitgenommen habe, ist das eigentlich ganz cool gewesen. Da ging das relativ fix. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramsus.